Was geht, Leute? Willkommen auf meinem Channel. Kumpfagenes! Heute reden wir mal über, wie sieht's eigentlich aus, wenn ich mal dick... Also, nee, nochmal. Heute reden wir über, was ist eigentlich, wenn ich extrem zunehme, danach wieder abnehme, was passiert mit meinem Tattoo, mit der Größe oder halt mit der Form. Sprich, um es kurz mal zu erläutern, ist eigentlich nicht der Rede wert, weil es halt Vergangenheit ist und ein Albtraum. Aber auch ich habe mal 103 Kilo gewogen und war auch nur noch 10 Kilo entfernt vor kurzem. Jetzt bin ich wieder ungefähr 16 Kilo entfernt. Ja, was soll ich sagen? Ich habe mal 103 Kilo gewogen. Yep. Wenn ich ein Foto finden sollte, dann werde ich das natürlich hier einfügen. Ich habe auch ein Foto, aber ich weiß nicht wo. Ich weiß nicht mehr, ob das auf meinem Telefon ist, auf dem Rechner oder auf irgendeiner Festplatte. Jedenfalls, was passiert, wenn ich ein extrem... Ja, weißt du was, komm, wir laufen mal ein bisschen dabei. Was passiert, wenn ich ein extrem übergewichtiger Mensch bin, ja? Also sprich, ich bin schon fettleibig, sage ich jetzt mal dazu. Was passiert mit deinem Tattoo? Sagen wir jetzt mal, du bist tätowiert worden auf dem Oberarm, ja? Rechts oder links, hier auf dem Oberarm. Zack, hast du ein Tattoo bekommen. So war das zum Beispiel bei mir. Es ist eine relativ gerade Fläche, ja. Eine Fläche, die halt eine leichte Wölbung hat, klar. Aber halt, ich nenne es als gerade, also ich nenne es jetzt einfach mal gerade Fläche. Da kann halt nicht viel passieren. So, in dem Fall, als ich 103 Kilo gewogen habe, habe ich auch tatsächlich schon ein Tattoo gehabt. Denn ich habe mein erstes Tattoo mit 16 bekommen. Das bedeutet, dass mein Tattoo, als ich dicker war, 103 Kilo, sah natürlich dementsprechend größer aus. Und als ich dann abgenommen hatte, und zwar hatte ich zu der Zeit 35 Kilo abgenommen, in 2 Monaten. Ich hab's drauf. Oh, da hab ich der Typ gerade draußen angeguckt. Er wird wahrscheinlich gleich reinkommen. Er hat mich schon wieder völlig aus der Bahn geworfen. Nein, was bedeutet das? Ich habe die 35 Kilo abgenommen und mein Tattoo hat sich natürlich dementsprechend zusammengezogen. Weil ich habe ja auch auf dem Oberarm, ja, da verliert man auch Fett, aber ja, also er wurde halt kleiner, ja. Also sprich, mein Oberarm ist ja, ob jetzt irgendwie oben, unten, rechts, links, es ist ja gleichzeitig dein Körper, klar, wenn du jetzt richtig fettleibig bist und einen riesen Bauch hattest und plötzlich dann extrem abgenommen hast, hast du natürlich da so eine Hängematte, nenne ich das jetzt mal, das ist klar. Und aber auf dem Oberarm ist die Stelle ja, naja, gehärtet, ist immer in Bewegung, sprich, selbst wenn du da extrem dick bist, zieht sich das so zusammen, dass dein Tattoo nicht verformt. Das wollte ich damit sagen. Hast du aber dein Tattoo an einer anderen Stelle, wie zum Beispiel an den Rippen, hast du eventuell tatsächlich ein Problem. Denn hättest du jetzt an den Rippen ein sehr großes Motiv gehabt, ja, war das richtig? Komisches Deutsch schon wieder? Naja, früher morgen und so. Okay. Wäre jetzt an den Rippen ein relativ großes Tattoo gewesen, was rübergeht zum Bauch, ja? Also sprich, hier in den Rippen hast du ein Tattoo und es geht hier leicht rüber zum Bauch und du hast wirklich extrem Übergewicht gehabt, hast du wirklich ein sehr, sehr großes Problem, und zwar würde dieses Tattoo durch die Hautschürze, die du da hast, weil das Fett würde ja verbrennen, die Hautschürze bleibt trotzdem da, weil du ziehst dich auseinander, ja, wäre dein Tattoo verformt. Bedeutet, wenn du relativ Masse hast am Körper, solltest du überlegen, welche Stelle du dir tätowierst. Also selbst die Chance ist relativ groß, wenn du jetzt auf dem Bauch dich tätowieren lässt, was riesengroß ist, ein Riesenbild, dass die Haut, wenn sie hängt, dass dein Tattoo dementsprechend auch hängt. Machst du aber Fitness, Sport, gute Ernährung und nimmst nicht radikal ab, ja, ich rede jetzt von radikal so, weiß nicht, 5 Kilo in der Woche, ich habe damals tatsächlich 11 Kilo, ja, ist kein Witz, ich habe 11 Kilo abgenommen, weil ich komplett alles umstrukturiert hatte. Der Stoffwechsel hat sich komplett geändert, so dass sich sogar meine Lymphdrüsen angeschwollen sind. Da musste ich dringend zum Arzt gehen und der hat mir gesagt, Herr Thiele, Sie haben einfach drastisch abgenommen. Wie ist denn das passiert? Was haben Sie gemacht? Da habe ich ihm gesagt, naja, 11 Kilo. Dann hat er mich auch angeguckt und hat gesagt, was, sind Sie denn verrückt? Ja, das ist dann passiert. Man sollte halt, was ich damit sagen will, ist, nicht extrem schnell abnehmen. Ey, ist krass, jetzt wird es hier so ein Fitness-Vlog oder was? Jedenfalls solltest du aufpassen, wenn du abnimmst, wie viel du abnimmst. Mach lieber ein gesundes Abnehmen. Ich weiß nicht jetzt, was, das kann mir irgendjemand sagen, der in der Ernährung tätig ist. Eigentlich mein Bester. Solltest halt nicht so viel abnehmen, ne? Also sprich, in der Woche, weiß ich nicht, ein Kilo ist, denke ich mal, gesund. Wobei ich glaube, ich denke, dass 500 Gramm in der Woche optimal sind. So genau, wie gesagt, kenne ich mich halt nicht damit aus. Habe ich keine Ahnung von. Aber
wenn du das drastisch abnimmst, will ich damit sagen, du verbrennst dann quasi nur das Fett und die Muskeln und dein Tattoo wird definitiv hängen. Das betrifft im Endeffekt jede Körperstelle, die, nennt man das jetzt eine Dehnung hat? Naja, auf jeden Fall so die Bauchbereiche, also überall wirklich die Stellen, wo keine geraden Flächen sind. Ja? Mit gerade Fläche haben wir sowieso nicht am Körper, das würde ich jetzt damit nicht sagen. Aber was ich damit sagen will, ist es halt eine Kniescheibe zum Beispiel ist halt keine gerade Fläche in meinen Augen. Ja? Damit ihr versteht, was ich meine. Sprich Unterarm, Außen, Innen, da passiert gar nichts. Du kannst im Endeffekt hier noch im Innenarm, Oberarm kannst du auch dich quasi tätowieren lassen. Da haben aber die Frauen wieder, das war jetzt für einen typischen Mann, funktioniert das auf jeden Fall. Ich habe da schon jemanden tätowiert, der extrem dick war und dann abgenommen hat. Das ist alles super, alles tutti. Das Einzige, was man hat, sind diese Hautfetzen, die, wenn du die tätowiert hast, aussehen wie Gehirn. diese Streifen, ne? Ihr wisst schon, diese Dehnungsstreifen in der Haut. Das ist das Einzige, was man hat. Das heißt, da muss man öfters rüber tätowieren, weil die auch ganz gerne mal ausbrechen, die Farbe da nicht so gerne angenommen wird. Jedenfalls funktioniert das. Bei einer Frau, die, da gibt es eine Krankheit, ich weiß nicht, wie die sich nennt, aber da kann es sein, dass es natürlich etwas mehr hängt. Auch überschüssige Haut und gar nicht, es geht jetzt gar nicht um das Fett oder so, sondern überschüssige Haut, dann sollte man natürlich das eventuell nicht tätowieren lassen wollen müssen. Ihr wisst schon, was ich meine. Alle geraden Stellen am Körper gehen, ja, sowas wie Schienbein. Also generell kann ich euch sagen, Oberschenkel geht immer, weil ihr dürft eins nicht vergessen. Oh, richtig blaues Licht hier. Ihr dürft eins nicht vergessen, eure Beine sind ständig in Bewegung, auch wenn du fettleibig bist, ja. Du stehst ja auf diesen Beinen am Tag bestimmt locker 4-5 Stunden, also wenn du Arbeit hast, ne? Es gibt auch Leute, gut, okay, nehme ich zurück. Ja, aber wenn du Arbeit hast, sind deine Beine ständig in Bewegung, auch wenn du keinen Sport treibst, aber sie bewegen sich. Daher ist es so, dass dann alles, was am Oberschenkel, einfach hier generell ab Unterleib, hier ab Unterleib ist das alles so eine Art, nenne ich es jetzt mal, im Training. Sprich, da kannst du jederzeit dich tätowieren lassen, auch wenn du übergewichtig bist und plötzlich abnimmst. Sogar drastisch abnehmen, das ist alles nicht das Problem, das funktioniert, glaubt mir. Das merkst du ja, ihr könnt immer eure Oberschenkel anfassen und eure Schienbeine und Waden, werdet ihr merken, dass das wesentlich fester da alles ist, als am Oberkörper. So, haben wir wieder mal was gelernt. Bedeutet ja, dein Tattoo verändert sich auf jeden Fall am Körper, wenn du drastisch abnimmst oder zunimmst. Natürlich auch, wenn du zunimmst. Na klar, es geht auseinander. Haben wir was gelernt, bis deine Antenne. Ach so. Glocke aktivieren, lasst ein Däumchen da, ein Däumchen fürs Fläumchen. Wenn ihr wollt, könnt ihr gerne kommentieren. Ich melde mich dann darauf und kann euch sogar eventuell auch noch ein paar Tipps geben. Bis dann, Antenne. Haut rein. Peace.